Auch heute möchte ich mit euch wieder hinter die Kulissen schauen. Diesmal geht es um unseren Schmuck. Wo kommt er her? Wie wird er hergestellt? Und was ist überhaupt fairer Schmuck? Dazu besuche ich die Designerin Jasmina Jovi. Jasmina, du produzierst ja nachhaltig und fair. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja, dadurch, dass ich hier in Pforzheim bin, die ganze Industrie vor Ort habe, bietet sich das natürlich an, auch mit deutschen Materialien und deutschen Firmen zu arbeiten. Mittlerweile hat man sehr guten Draht dazu, wo auch das Metall herkommt, weil das ist ja immer ein bisschen fragwürdig. Wir arbeiten weder mit Nickel noch mit irgendwelchen schlimmeren Sachen wie Blei oder sowas im Schmuck, was oft im asiatischen Raum vielleicht noch verwendet wird, weil es einfach einfacher ist zum Produzieren. Jasmina hat uns Einblicke hinter die Kulissen gewährt und mitgenommen zu ihren Produktionsstätten. Wie werden unsere Ketten produziert? Welche Schritte durchlaufen sie? Vor Ort konnten wir es uns ansehen und Jasmina hat uns die Abläufe genau erklärt. Hier wird eine Ankerkette produziert, einer der berühmtesten und bekanntesten Kettenarten, die es überhaupt gibt. Und auch noch heute werden die Ketten so hergestellt und zwar immer Glied in Glied ineinander geschweißt, um dann von uns weiterverarbeitet zu werden. Aus dem rohen Draht entsteht letztendlich die Kette und dabei ist Binder eines besonders wichtig. Also das wird alles in-house hier gemacht. Der Draht wird hergestellt, hier werden alle Legierungen, egal ob Silber, Feinmetalle sind, in-house gemacht und das gucken wir uns ja heute genauer an. Ich habe jetzt hier ja die finale Kette, um die es geht, in der Hand. Die Ankerkette, die wir eben gesehen haben, wird hier aufgespannt und hier werden Stege dazwischen gelötet. Der nächste Step ist jetzt ein Diamantieren und dann das Festlöten der Kette. Bis so eine Kette mal im Laden hängt, geht sie also durch etliche Hände. Die Glieder wurden ja jetzt gerade alle aufgesägt und jetzt werden die tatsächlich alle von Hand zugeschweißt. Diese Glieder ist man halt nicht in der Lage mit der Maschine zu machen, weil die eben so dünn sind. Ja, dann letzten Endes werden die Sachen alle von uns zusammen gepuckt. Das ist eine neue Form vom Löten, also das ist eine Art Laserschweißen. Letzten Endes wird das dann alles nochmal poliert. Nach dem Polieren gehen dann die Sachen noch in die Galvanik, das heißt, die werden beschichtet. Und nach dieser Beschichtung werden die ja auch noch aufwendig verpackt von uns und so. Also damit ist es ja irgendwie auch noch nicht getan. Und wenn man das mal zusammenzählt, durch wie viele Hände das letzten Endes geht, ist es unwahrscheinlich viel. Bleibt allerdings noch die Frage, woher stammt das Silber und Gold? Oft ist es einfach nicht nachvollziehbar. Im Vergleich zum Essen im Supermarkt hat es da ja keinen Herkunftsstempel. Und zu beachten ist, fair kann auch nur die Verarbeitung sein und heißt nicht unbedingt, dass es auch fair gewonnen wurde. Also ich glaube, zu 80% ist das einfach recyceltes Gold, recyceltes Silber. Es ist aus Altbeständen und letzten Endes lässt sich das ja überhaupt nicht mehr nachverfolgen, weil da werden Tonnen von Altmetall zusammengeschmolzen. Das kommt aus welchen Minen war das ursprünglich mal? Wie alt ist das Metall überhaupt? Was ist davon Zahngold? Was ist vererbt? Was ist Nazigold? Und so weiter und so weiter. Das ist mehr oder weniger super schwierig nachzuvollziehen. Ich für mich habe gesagt, recyceltes Gold oder recyceltes Silber reicht mir, weil das ist ja auch eine Form von Unterstützung, dass man nicht an die neuen Minen rangeht, dass man nicht wieder die ganzen Transportwege hat. Was sind denn so die Probleme beim Abbau von Edelmetallen? Letzten Endes gibt es nur zwei Minen, die wirklich hundertprozentig nachhaltig auch arbeiten. Das bedeutet ja auch, ohne Säuren geht man an die Erde dran und baut das ab. Ohne Chemikalien wird das geschürft oder, ne, weil Schürfgold, das ist, glaube ich, prozentual so wenig, da macht man sich oft keine Gedanken, da könnte gar keine Scheideanstalt von arbeiten. Deswegen ist es unwahrscheinlich schwierig, glaube ich, nachzuvollziehen und deswegen gibt es, glaube ich, diese ganzen Siegel und Zertifikate und so weiter. Muss man sich da immer fragen, wie fair ist fair. Kinderarbeit, Prostitution, kein Schutz, giftige Substanzen, all das ist in vielen Minen gang und gäbe. Diese unmenschlichen Arbeitsbedingungen und Probleme vom Abbau der Edelmetalle sollten uns also zu einem Hinterfragen bewegen. Alternativen sind also fairer, sprich ökologisch und sozial gerechter Bergbau und recycelter Schmuck. Jasmina hat Tipps für uns, worauf wir achten können. Ich glaube, der Endkunde muss vielleicht einfach mehr nachfragen.
Ich zum Beispiel zeige ganz, ganz viel Manufakturarbeit in meinen Instagram-Stories. Da sieht man, wo kommen die Sachen her, wenn man mir folgt, wie wird das produziert. Wenn mir niemand zeigt von einem Schmucklabel, wie wird denn mal produziert, was sind das überhaupt für Ketten, die dahinter sind und immer nur schön den Schmuck reinhält, da würde ich mich fragen als Endkunde, ja, ist das nicht vielleicht doch irgendwo alles produziert, wo es vielleicht einfach nicht so hundertprozentig korrekt ist. Es bleibt uns also erstmal nur Nachfragen, Nachfragen, Nachfragen.